stell dir vor, es ist kalt und du hast eine Glatze. Was würde dagegen helfen? Natürlich eine Haube oder ein Beanie, wie man das nennt. Tada! Ja, wirklich, ich mache ein Video über eine Haube und zwar von Army Bug. Army Bug, also Armeekäfer. Über die Bedeutung muss ich nachdenken. Aber das Coolste ist, das wurde von echten Soldaten, die richtig aktiv sind, Spezialeinheiten, ja, eine Spezialeinheit, entwickelt, produziert und angeboten. Und wenn dich das irgendwie interessiert, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es geht um diese Haube hier. Da gibt es unterschiedliche Arten und Möglichkeiten. Da hier ist das Logo Army Bug. Und ich habe das bekommen von der Firma H.A. Lehmann. Das ist ein Online-Shop aus Österreich. Schau mal dort vorbei. Billige Eigenwerbung, gebe dann den Link dazu. Und auch zu dieser Haube. Die gibt es in anderen Farben auch. Und in anderen Ausführungen und sowieso und überhaupt. Aber warum schaut die eigentlich so lustig aus? Hey, das ist überhaupt nicht lustig. Das hier ist die neue Tarnfarbe des österreichischen Bundesheers. Als ich sie ausgepackt habe, habe ich mir anfangs gedacht, hat da irgendjemand einen Fehler bei der Farbe gemacht? Hat der, der die 50% Schurwolle und die 50% Polyacryl gefärbt hat, irgendwas gesoffen? Wie schaut denn das aus erst? Aber jetzt, wo ich sie einige Tage habe und mich akklimatisiert habe, finde ich sie richtig adrett. Natürlich Spaß gibt es in unterschiedlichsten Farben und ist sogenannt All Terrain Tested. Das ist das Kommando Beanie. Nämlich Nummer 1 bei kalten Temperaturen in Kanada. Am Wasser, in alpinen Gelände und auch in der Wüste. Ja, in der Wüste, da wird es auch kalt. Und zwar dann, wenn es dunkel wird. Nein, also diese Hauben sind von Leuten vom österreichischen Bundesheer, die auch bei Spezialeinheiten unterwegs sind, entwickelt und werden dann natürlich auch auf Herz und Nieren getestet. Ich tauge nicht als Soldat, also ich kann dazu nichts sagen. Auf jeden Fall, sie ist sehr, sehr schön verarbeitet. Hat hier, wo halt die höhere Stirn sozusagen aufhört, einen eigenen Fließbereich rundherum. Und warum? Damit schön kuschelig ist. Aber nach oben hin ist sie halt nicht so ganz dicht. Und ich glaube, dass das auch irgendwie die Idee ist. Was meine ich damit? Schau, ja, wenn ich im Buschkraftareal auf aldola.at da rauf marschiere, da oben, da rauf, ja, dann fange ich ins Schwitze an und wird mir heiß. Auch auf dieser Denkerstirn her, da kommen dann Schweißperlen. Und wenn es ein komplettes Vlies ist, dann kann das Ganze irgendwie nicht so richtig gut weg. Da aber dieser obere Bereich eben nicht so dicht ist, so stelle ich mir das zumindest vor. Ich habe sie erst ein paar Tage, das heißt, ich habe jetzt die ersten Tests hier hinter mir. Ich habe heute den ganzen Tag hier bei minus 1 Grad gedreht und kann sagen, ist cool, ist wirklich cool und bleibt trotz alledem warm, nämlich genau hier in diesem Bereich. Und so soll es sein. Ich werde aber zum H.A. Lehmann gehen und mir eine schwarze checken. Warum? Weil ich mit diesen Gefleckerten in der Stadt herumlaufe, dann glauben die Leute, ich bin irgendwie, was ich ja auch bin, aber sie müssen es nicht wissen. Das Ganze gibt es natürlich in Einheitsgröße, das heißt, das ist für jeden Kopf gedacht. Daher, was ich gesehen habe, glaube ich, es gibt eine eigene Kinderversion, weil das geht sich dann irgendwie nicht aus. Aber ich möchte es noch einmal wiederholen, genau dort, wo es wichtig ist, nämlich bei den Ohren und hier an der Stirn, da hast du schöne, gute Wärme. Und oben ist es atmungsaktiv, also perfekt. Wenn du eine haben willst, ich bin da unten den Link schon vorbei und ich werde es in den Langzeittest nehmen und dann wieder mal davon berichten und denk dran. In meiner kurzen Karriere beim Militär habe ich gelernt, nur dumme Soldaten frieren. Ob das wirklich stimmt, ich weiß es nicht, sagst du mir.